Herzlich willkommen den hier Anwesenden und auch denen, die uns beim Stream zuschauen, bei der heutigen Vorstellung der Studie Beitragssatzeffekte und Verteilungswirkungen der solidarischen Gesundheits- und Pflegeversicherung, wie wir sie ja fordern. Die Studie wurde erstellt von Professor Heinz Rothgang und Dominik Domhoff von der Uni Bremen. Hier vorstellen werden die Studie Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender und Spitzenkandidat der Linken, und Susanne Ferschel, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion. Wir würden so vorgehen, dass zunächst Dietmar Bartsch ein paar Worte sagt, danach Susanne Ferschel und dann haben wir Zeit für Ihre Fragen. Wenn Sie jetzt im Stream zuschauen, würden wir darum bitten, die Fragen per E-Mail an pressesprecher@linksfraktion.de zu schicken. Bitte. Ja, danke schön auch von mir. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an den Endgeräten. Eben angekündigt, die Linke, wir stellen heute als Bundestagsfraktion besagte Studie vor. Ich will das ein klein wenig einordnen. Wir sind in Wahlkampfzeiten und eine der ganz zentralen Fragen wird sein, wie denn die Krise bezahlt wird, wie denn die Lasten, die entstanden sind. Sie wissen, 450 Milliarden sind schon an Schulden aufgenommen worden. Olaf Scholz sieht ca. 100 Milliarden für das nächste Haushaltsjahr vor. Und da wird spätestens nach der Wahl die Frage zu behandeln sein, wie wird das zurückgezahlt? Der Satz, der vielfach gesagt wird, ist natürlich, die Wirtschaft boomen muss, Arbeitsplätze geschaffen werden und dann die Steuereinnahmen steigen werden und dann würde das schon alles laufen. Das ist ein unrealistischer Satz. So wird es nicht funktionieren und es drohen gerade bei den sozialen Sicherungssystemen dramatische Einschnitte. Das wollen wir als Linke nicht. Man wird nicht rauswachsen können, sondern wir müssen Grundfragen stellen. Da ist eine, über die wir heute nicht reden, natürlich die große Thematik der Steuern und wie in unserem Land besteuert wird. Auch da haben wir klare Positionen als Linke, aber das soll heute nicht das Thema sein, sondern es geht vor allen Dingen darum, wie wir die sozialen Sicherungssysteme gestalten und hier in besonderer Weise natürlich Gesundheits- und Pflegeversicherung. Wir sind als Linke, das ist unser Anspruch, Sozialstaatspartei. Wir haben in der Krise sehr deutlich gesehen, wie wichtig der Sozialstaat ist. Ein Glück, dass er vieles aufgefangen hat. Auch wir als Linke haben manche Entscheidungen, die die Bundesregierung getroffen hat, mitgetragen, also die Grundentscheidungen zum Beispiel, was das Kurzarbeitergeld betrifft, auch viele andere. Aber jetzt muss es auch darum gehen, diesen Sozialstaat zukunftsfest zu machen und vor allen Dingen auch krisenfest zu machen. Und dafür braucht es nach unserer Auffassung dringend Reformen, um auch eine langfristige und eine solide Finanzierung zu ermöglichen. Sie kennen in diesem Zusammenhang, auch das will ich erwähnen, unsere Vorschläge zum Thema Rentenversicherung. Ein ganz zentraler Punkt, wo wir ein durchgerechnetes Gesamtkonzept haben, dass wir auch in der Rente dafür sorgen, dass die Rente im Alter lebensstandardsichernd ist und dass wir keine Altersarmut haben. Aber beim Thema Gesundheit und Pflegeversicherung haben wir ein gewaltiges Problem. Deswegen haben wir dieses Gutachten in Auftrag gegeben. Es ist schon erwähnt worden, Professor Dr. Heinz Rothgang und Dominik Domhoff von der Uni Bremen haben das für uns erstellt, sehr fachpolitisch mit vielen, vielen Fragen. Der Kern ist, dass hier ein Konzept, was wir ja erarbeitet haben für eine solidarische Gesundheits- und Pflegevollversicherung vorliegt. Sie kennen die Situation, dass schon jetzt jeder Dritte in den Pflegeheimen auf Sozialhilfe angewiesen ist und deswegen brauchen wir dringend Reformen. Und wir sagen auch ganz klar und eindeutig, wenn über Umverteilung geredet wird, ist häufig das Thema Steuern das Thema, aber wir meinen, dass hier ein sehr, sehr hohes Potenzial zur Umverteilung in unserem Land liegt. Wir wollen, dass die starken Schultern in der Pflege und in der Gesundheitsversicherung wirklich mehr tragen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Konzepts. Wir wollen, dass wirklich alle einzahlen. Das haben wir ja auch im Deutschen Bundestag für die Abgeordneten schon mal als einen, wenn auch nur symbolischen, wichtigen Schritt beantragt. Deswegen, wir wollen hiermit zeigen, dass wir nicht nur reden, sondern sehr konkrete Konzepte vorlegen. Und das wird Ihnen in den groben Zügen meine Stellvertreterin Susanne Ferschel darlegen. Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite aus einen schönen guten Tag. Ich kann auch direkt anknüpfen an das, was Dietmar Bartsch gerade gesagt hat. Also die Linke steht ja für einen starken Sozialstaat.
Nicht der Markt hat uns durch die Krise gebracht, sondern der Sozialstaat. Und das sind im Bereich der Gesundheits- und Pflegeversicherung natürlich drei Dinge relevant. Einmal der Punkt, dass man sich gegen die Risiken des Lebens entsprechend auch gut abgesichert ist, also dass die bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit, dass entsprechend die Leistungen stimmen. Zum anderen, dass starke Schultern mehr tragen als schwache, das ist in der aktuellen Systematik so nicht gegeben. Und zum dritten natürlich auch, dass die Beschäftigten in den Pflegeberufen entsprechend gute Arbeitsbedingungen haben und entsprechend auch tariflich bezahlt werden können. Es ist ja so, dass Minister Spahn zwar an einem Hyperaktivitätssyndrom gelitten hat, und aber die grundlegenden Probleme im Gesundheits- und Pflegebereich nicht gelöst hat. Die Kassen, er hat einen prall gefüllten Gesundheitsfonds übernommen. Mittlerweile spricht man von Defiziten von 5 bis 10 Milliarden Euro. Und man kann die Probleme nur lösen, wenn man wirklich entsprechend die Finanzierung des Gesundheits- und Pflegebereichs auf andere und auf ordentliche Füße stellt. Und wir als Linke verknüpfen, und zwar als einzige Partei, alle Stellschrauben, die es in der Gesundheits- und Pflegeversicherung gibt, zu einem in sich stimmigen Plan. Also zum einen sagen wir, wir erhöhen die Zahl der Versicherten. Alle bezahlen mit ein, also wir integrieren die Privatversicherten in unsere solidarische Pflege- und Gesundheitsversicherung. Wir wollen die Beitragsgrundlage verbreitern, einmal dadurch, dass auch Kapitaleinkünfte verbeitragt werden und zum anderen dadurch, dass die Beitragsbemessungsgrenze aufgehoben wird. Und dadurch, sage ich mal, ergeben sich dann die genannten Effekte. Die Studie ist angesprochen worden von Professor Rothgang und Dominik Dornhof. Und da ist letztendlich ja die Auswirkungen auf die Beitragssätze in der Krankenversicherung nochmal berechnet und auch die Verteilungseffekte, die sich ergeben würden. Wir haben bei der Krankenversicherung einen Umverteilungseffekt von 76 Milliarden Euro. Und man könnte, ich sage jetzt bewusst könnte, weil man natürlich gucken muss, an was für Stellschrauben will man überall drehen, aber man könnte dadurch eine Beitragsentlastung von 3,5 Prozentpunkten erreichen. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass alle Zahlen, die hier verwendet worden sind, sich auf das Jahr 2018 beziehen, weil das die aktuellsten Zahlen des sozialökonomischen Panels sind. Und deswegen ist alles, also auch die Beitragsbemessungsgrenzen und die ganzen Zahlen auf dieses Jahr entsprechend bezogen. Also man könnte in der Krankenversicherung eine Beitragsentlastung von 3,5 Prozentpunkten generieren und jedes Arbeitseinkommen, was unter 6.232 Euro liegt, würde entsprechend entlastet werden. Professor Rothgang und Dominik Dornhof haben ja auch entsprechend die Ziele, die Entlastungswirkungen aufgezeigt, und es ist so, dass man sagen kann, dass 80-90% der Bevölkerung entsprechend entlastet werden können und nur das reichste 10% belastet werden können. Und das ist natürlich genau das, was wir als Linke sagen, starke Schultern müssen mehr tragen. Bei der Pflegeversicherung ist man in eine andere Betrachtungsweise gegangen, weil wir sagen, bei der Pflegeversicherung ist eigentlich nicht wichtig, dass entlastet wird, sondern hauptsächlich wichtig ist, dass die ganzen Leerstellen in der Pflegeversicherung endlich gestopft werden, beziehungsweise die exorbitanten Probleme gelöst werden. Dietmar Bartsch hat es angesprochen, jeder dritte Pflegeheimbewohner ist auf Sozialhilfe eingewiesen. Gerade neulich ist veröffentlicht worden, dass die Eigenanteile auf durchschnittlich über 2.100 Euro gestiegen sind. Schlechte Arbeitsbedingungen in der Pflege, Bezahlung und so weiter. Und durch unser Konzept würden sich Mehreinnahmen von 16,4 Milliarden Euro ergeben. Und damit wäre sofort finanzierbar, dass die Gehaltslücke zwischen den Pflegekräften und den Hilfskräften von 550 Euro im Vergleich zum Krankenhausbereich geschlossen werden könnte. Man könnte sofort die monatlich pflegebedingten Eigenanteile für die 780.000 Bewohnerinnen und Bewohner in stationären Pflegeeinrichtungen auf null absenken. Also ich spreche wohlweislich von den pflegebedingten Eigenanteilen. Und man könnte zusätzlich 115.000 Vollzeitstellen für die Pflege, Vollzeitstellen für Pflegekräfte schaffen. Und das ist tatsächlich aus unserer Sicht draußen ein solidarisches Versicherungssystem, in die alle mit einbezogen, wo tatsächlich dann auch starke Schultern mehr tragen. Und um das nochmal deutlich zu machen, was das auch konkret heißt, eine Kassiererin mit 2.400 Euro hätte eine Beitragsentlastung von 42 Euro, hätte die gleichen Leistungen in der Krankenversicherung, wäre in der Pflegeversicherung besser abgesichert. Eine Altenpflegerin, die bisher 2.950 Euro Einkommen hat, hätte dann 3.500 Euro bei einem niedrigeren Beitragssatz. Und Opa Willi im Pflegeheim würde von den Eigenanteilen in der Pflege befreit werden, wäre nicht mehr auf Sozialhilfe angewiesen und würde auch, weil wir ja die Pflegekräfte auch aufstocken, eine entsprechend bessere Pflege bekommen.
Und das ist auch der Schwerpunkt für uns, das will ich an der Stelle auch sagen, die Pflegeversicherung, weil hier die größten Probleme vor uns liegen und viele Menschen auf eine Entlastung und eine bessere Pflege eben nicht mehr warten könnten. Und man muss auch dazu sagen, dass Leistungsumfang, Feststellung und Leistungsansprüche, Vergütungssystematik und so weiter in der gesetzlichen Pflegeversicherung und in der sozialen, in unserer sozialen Pflegeversicherung sehr gleich sind, auch in der privaten Pflegeversicherung sehr ähnlich sind, sodass hier eine Umstellung auch relativ einfach möglich wäre. Damit würde ich es jetzt erstmal belassen und ja, stehen dann für Fragen zur Verfügung. Genau, gibt es hier im Raum schon Nachfragen? Ich habe gerne mal eine Frage an Sarah Föhrer, Antihauptstadtstudium. Wie stehen Sie denn zu der Pflegereform, die jetzt Minister Spahn auf den Weg gebracht hat? Sie haben hier gerade als hyperaktiv angedeutet. Am Ende hat er etwas vorgelegt. Vielleicht können Sie noch eine Detailbewertung des Ganzen vorgeben. Also gerade auch zum Beispiel die Kostendeckung für die Pflegebedürftigen, das ist ja da eine Staffelung auch in der Reform angedacht. Das ist nicht eigentlich schon ein Fortschritt. Naja, es ist ein, wie bei so vielen Reformen, es ist ein kleiner Fortschritt tatsächlich, aber es löst das grundlegende Problem nicht und schafft halt auch nicht diese Form der Entlastung, die wir vorschlagen. Also bei unserem Vorschlag wäre es letztendlich so, dass außer den Wohn- und Verpflegungskosten nichts mehr übrig bliebe. Und ich denke, das ist nochmal ein deutlicher Unterschied. Also erstmal teile ich die Auffassung, dass Bundesminister Spahn einer der aktivsten Minister in der letzten Legislaturperiode war. Ist aber auch ein Ausweis dafür, dass über Jahre an dieser Stelle viel zu wenig passiert ist. Und richtig, ich teile die Auffassung, dass es ein Schritt in die richtige Richtung war, aber wir müssen sowohl bei der Pflege als auch bei den anderen Versicherungen wirklich über grundsätzliche Reformen nachdenken. Weil ansonsten werden diese Stellschrauben nicht ausreichen. Und deswegen unser Vorschlag, der wirklich ein großer Wurf wäre, der natürlich diskutiert werden muss und da muss man sicherlich auch noch verfeinern, aber das wäre wirklich ein grundsätzlich anderer Ansatz. Und das ist das, was dringend erforderlich ist. Denn ansonsten werden wir, und das weiß auch Herr Spahn genauso wie wir, das ist ein Schritt, aber dieser Schritt ist nicht ausreichend, weil die Explosion der Kosten, die jetzige Situation, wir haben das jetzt zweimal oder dreimal gesagt, mit denjenigen, die auf Sozialhilfe angewiesen ist, das ist eben ein Riesenproblem und da muss etwas geschehen. Deswegen auch, ich will da wirklich nochmal unterstützen, in dem Bereich wird es ziemlich ausgeschlossen sein, etwa Beiträge zu senken. Das ist nicht unser Ansatz, sondern wenn die Gesellschaft eine Solidargesellschaft sein will, ist dieser Pflegebereich ganz anders als bei der Gesundheitsversicherung, bei den Krankenkassen, der ist auf jeden Fall nicht einer, wo man senkt, sondern wo bei genauer Analyse es auch sein kann, dass man in der nächsten Legislatur zu Beitragssteigerung kommt. Aber das muss uns die Sache wert sein. Gibt es hier noch weitere Fragen? Ansonsten auch mal die Erinnerung, dass die Leute, die uns im Stream zuschauen, natürlich auch Fragen einsenden können. Bisher habe ich dort noch keine. Gibt es hier noch Fragen? Ich würde sonst weiter fragen. Ja. Na klar. Gerne. Sie haben auch die GKV angesprochen. Wenn es hier richtig ist, für mich zu verstehen, dass Sie würden da Beitragssenkungen für geringere Einkommen der Krankenversicherung Nein, es ist andersrum. Wenn wir unser System anwenden würden, dann würde es, weil die Beiträge sind ja für alle gleich. Ja. Und die Beiträge würden bei uns gesenkt werden können. Der Beitragssatz würde gesenkt werden können. Das würde allerdings diese Dinge, die Frau Ferschel gesagt hat, erfordern, dass eben wirklich die Beitragsbemessungsgrenze dann perspektivisch fällt und all diejenigen, die darüber liegen, zahlen natürlich mehr. Aber für alle anderen wäre das eine Entlastung. Würde im Übrigen auch dazu führen, jetzt sei es mal so, dass das sogar bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern eine Entlastung wäre. Also es ist in dem Fall, was bei der Linken nicht so klassisch ist, auch eine Entlastung für die Arbeitgeber in diesem Bereich wäre das sehr wohl. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt automatisch, sondern über den Satz wird es halt nach unten gehen. Und ansonsten droht wirklich, dass es eher eine Beitragserhöhung in der nächsten Legislatur ist. Das kann man nicht wollen. Deswegen sage ich auch ganz klar, das zentrale Element ist hier ein Umverteilungselement. Es ist ein Umverteilungselement, das muss man auch so deutlich sagen, weil es gibt diejenigen, die mehr zahlen müssen. Ich will diese 80-90%, die entlastet werden, aber es gehört zur Wahrheit, dass eben auch ein restlicher Teil belastet wird. Also so Leute wie wir zum Beispiel, die werden dann durchaus mehr zahlen müssen. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir müssen überhaupt erstmal ordentlich einzahlen. Und das finde ich auch völlig richtig. Das ist ein Teil einer Solidargemeinschaft.
Also wenn ich vielleicht nur ergänzen darf, beschreibt ja das Umverteilungsvolumen, das sind 76 Milliarden Euro, und dann hängt es natürlich immer davon ab, an welchen Stellschrauben dreht man noch. Aber es wäre aktueller Stand so auf alle Fälle eine deutliche Entlastung möglich. Und ja, wir haben ja genau die gegenteilige Effekte gehabt, dass wir immer wieder Beitragserhöhungen hatten. Das ist ja eher das langfristige, vielleicht, also on the long run, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber in der GKV gibt es ja perspektivisch in den nächsten, auch schon in den nächsten Jahren Lücken. Wie stehen Sie denn zum Thema vielleicht Steuergelder noch mehr an die GKV, wie die Leistung vielleicht auch kürzen in der Krankenversicherung? Ist das so eine Perspektive auch für die Linke? Also ich finde, dass jetzt schon bei den Leistungskürzungen zu viel. Leistungskürzung ist grundsätzlich nicht unser Ansatz. Wir als Linke sagen, und bleibt auch dabei, wir wollen, dass Krankheiten nach den Symptomen behandelt werden, und zwar bestmöglich. Punkt. Das ist unsere Position und die wird auch bleiben. Dass es dort dann einen Bereich gibt, das ist doch für jeden klar, wo es ganz spezifische Krankheiten mit riesigen Kostenaufwendungen gibt, das ist, ja, darüber kann man auch reden, aber das ist nicht die Substanz. Deswegen sind wir gegen diese Leistungskürzung. Und das Zweite, Steuergelder. Achso, Steuergelder. Also, da wir die Situation haben, die ich ganz zu Beginn geschildert habe, eine riesige Kreditaufnahme in den letzten anderthalb Jahren, was ja auch schon was Besonderes ist. Und es gibt jetzt einige Parteien, die sagen, na, wir müssen schnell zur Schuldenbremse zurückkommen oder zur schwarzen Null. Beides völlig absurd. Also wer das im Wahlkampf erzählt, der hat, ehrlich gesagt, der verarscht die Leute, um das mal deutlich zu sagen. Und deswegen ist auch das Thema mehr Steuergelder in diesem Bereich ein mindestens sensibles. Und unser Konzept geht nicht davon aus. Wir haben erhebliche Aufwendungen, zu Recht, wie wir finden, in die Rentenversicherung. Das sind, wie Sie wissen, 100 Milliarden jährlich, sogar ein bisschen mehr inzwischen. Da wollen wir keine Abstriche machen. Und deswegen ist dieser Bereich, das mit Steuergeldern, der ist nicht unser erster Ansatz. Ansonsten wird das natürlich eine Frage sein, die man sehr, sehr genau analysieren muss. Also zu Recht hat Frau Ferschel darauf hingewiesen, dass es das Potenzial, was da ist, auch für Beitragssenkung. Ob man denn diese Beitragssenkung in diesem vollen Umfang machen würde, da würde ich ein Fragezeichen setzen, weil Sie haben völlig zu Recht darauf verwiesen, da muss man sich die Leistungskataloge anschauen und da muss man auch schauen, inwieweit dann die staatliche Bezuschussung, also Steuergelder, wie Sie richtig sagen, ob das eine Option ist, die man ausweiten soll oder nicht. Also ich finde, dass das dann Schrauben sind, an denen man drehen kann. Unser Konzept geht erstmal nicht davon aus. Ich denke auch, dass das Neue ist, weil bisher waren die einzigen Ideen ja eigentlich immer Beitragserhöhungen oder eine Bezuschussung über Steuermittel. Und wir sagen, es ist falsch, wirklich gut verdienende und Menschen mit entsprechenden Kapitaleinkünften nicht mit heranzuziehen, weil dann hätten wir dieses Problem in dieser Versicherung eben nicht. Also es ist tatsächlich ein anderes Konzept, was ich aber auch für absolut richtig halte. Diese Kapitaleinkünfte, das haben Sie angesprochen, Herr Schenker, können Sie das nochmal detaillierter machen, über welche Bemessungsgrundlage oder Beitragsgrundlage sprechen wir dann da auch nochmal? Gibt es da bestimmte Zahlen konkrete schon bei den Kapitaleinkünften? Naja, letztendlich ist es ja so, dass alles herangezogen werden würde, außer den Pauschbetrag, das wäre freigestellt. Und es ist natürlich immer nur, wenn man jetzt zum Beispiel die Mieten nimmt, immer nur das, was unterm Strich übrig bleibt. Also wenn entsprechende Kosten, also der Nettogewinn, wenn entsprechende Kosten vorhanden sind, sind die natürlich abzugsfähig. Das ist logisch. Professor Rutgang hat ja, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, er ist ja nochmal auf diese Globalparität eingegangen. Das ist auch durchaus etwas, was wir uns gut überlegen, weil es ein sehr, sehr guter Vorschlag ist. Wir hatten das in der vergangenen Fraktion auch schon mal diskutiert. Wenn Arbeitnehmer auf ihre Kapitaleinkünfte Beiträge bezahlen, würde sich ja prozentual im Vergleich zu Arbeitgeber der Beitrag erhöhen, weil der ja keine Kapitaleinkünfte letztendlich verbeitragt. Und er schlägt vor, entsprechend das wieder so anzugleichen, nimmt die durchschnittlichen Kapitaleinkünfte im Land und rechnet praktisch den Beitragssatz der Arbeitnehmer entsprechend nach unten, so dass man zu einer Aufteilung des Beitragssatzes nicht wie bisher auf 50-50 kommt, sondern ungefähr auf 52-48%, so dass die Arbeitnehmer nur noch 48% hätten. Also das muss man bei der ganzen Entlastung letztendlich auch noch mit dazu sehen. Also der Hintergrund ist einfach, dass man sagt, man will nicht entsprechend die Arbeitnehmer dann doppelt mit den Kapitaleinkünften noch heranziehen, sondern will auch hier eigentlich dann wieder die Parität schaffen.
wobei das durchaus noch ein Diskussionspunkt ist, muss man sagen. Das ist noch ein Diskussionspunkt, wo man schauen muss, weil Kapitaleinkünfte ist halt, wie der Name ja schon sagt, betrifft das halt nur den, der die Kapitaleinkünfte hat. Das ist nicht Arbeitgeber, Arbeitnehmer, sondern nur auf die Kapitaleinkünfte. Und die Prozentsätze sind dann sicherlich auch eine interessante Frage. Aber dieser Punkt, das ist einer der, ich kann mir vorstellen, dass wir da in der nächsten Legislaturperiode eine Mehrheit für diese Idee haben, dass man das so macht, um nicht die Arbeitnehmer letztlich zu bestrafen, die also es geschafft haben, bescheidene Kapitaleinkünfte, das sind ja keine Massen. Ich meine, da darf man jetzt nicht davon ausgehen, dass da in der Summe ist eine ganze Menge, aber für den Einzelnen, also wer hat dann schon Kapitaleinkünfte, die irgendwie im sechsstelligen Bereich sind oder fünfstelligen Bereich? Fünfstellig gibt es schon, aber auch nicht jeder. Nicht mal jeder Bundestagsabgeordnete. Naja, manche nutzen ja auch die Kapitaleinkünfte, dass sie die Pflege für sich dann auch nochmal. Na klar, nee, ja, natürlich, natürlich. Es gibt immer noch keine schriftlichen Fragen. Das ist gut. Das heißt, wenn überzeugend ist gut. Presseagentur Gesundheit, Bose ist mein Name. Für wie anschlussfähig halten Sie konkret dieses Konzept? Also Bürgerversicherung ist ja auch bei den Grünen, bei der SPD ein Thema. So umfassend, meines Wissens nicht. Also gerade die Beitragsgrenze, die Messungsgrenze, fassen die anderen, glaube ich, nicht an. Was meinen Sie? Also nach meiner Auffassung, ist das anschlussfähig? Sie haben ja das Stichwort gesagt, Bürgerversicherung. Das ist für uns ein ganz zentraler Punkt. Und der gilt jetzt im Übrigen nicht nur für das Thema Gesundheits- und Pflegeversicherung, aber eine Bürgerversicherung, die wirklich, das ist der Kern, das alle einzahlen. Da sind Sozialdemokraten und Grüne durchaus nahe bei uns. Und ich habe mit Interesse jetzt zur Kenntnis genommen, dass bei den Sozialdemokraten das Thema private Kassen überführen auch weit oben steht. Also das sehe ich zumindest dort als anschlussfähig an. Es gibt im Übrigen interessanterweise, naja, ich sag mal zumindest eine, wenn auch aus einer ganz anderen Sicht kommende, ähnliche Betrachtung selbst bei den Freien Demokraten, ohne dass wir da anschlussfähig sein wollen, nicht, dass es ein Missverständnis gibt, ne? Aber jeder sieht, dass wir ein grundsätzliches Problem haben. Und wir schieben die Lawine und haben ja eine völlig richtige Frage gestellt, Jens Spahn hat zumindest den Versuch gemacht, mal laut zu sagen, wir haben eine Lawine, wir haben ein Riesenproblem und hat in dieser Legislatur überhaupt ein paar Schritte gemacht, die auch, manches haben wir schwer kritisiert, manches leicht, manches haben wir gar unterstützt, also die überhaupt erstmal in eine Richtung gegangen sind. Aber damit ist das Grundproblem nicht gelöst. Und ich sehe das so, dass das auch ein Angebot ist. Das ist ein Angebot und wir sagen ja nicht dieses und nichts anderes, sondern das ist ein Angebot, wo man gerne auch drüber reden kann, gerne auch über das Entlastungspotenzial, wie das eingesetzt wird. Wird das zur Beitragssenkung 100%, wird das in den Leistungskatalog. Aber da sind Dinge, über die man reden kann und wo dann auch Fachpolitiker, gerne auch von den Sozialdemokraten oder auch von den Grünen, sicherlich viel einzubringen haben, sicherlich auch manche Frage zu stellen haben, manche Kritik zu äußern. Das ist völlig in Ordnung. Aber es ist ein Angebot und das ist ein grundsätzliches Angebot, was eben dazu, und das ist der Kern, es ist das klare Angebot auch umzuverteilen über die sozialen Sicherungssysteme. Und das finde ich wesentlich. Das ist bei allen, das ist eine Versicherung. Und eine Versicherung soll eben den Sinn haben, das ist da auch hier so, niemand will diese Pflegeversicherung in Anspruch nehmen. Also wenn es nach mir geht, möchte ich sie nie in Anspruch nehmen. Und ich zahle gerne ein. Und wenn wir dieses Prinzip, also es muss in der Gesellschaft wieder ganz anders verankert sein, dass wir das Versicherungsprinzip hier deutlich machen. Und deswegen sage ich ausdrücklich für Parteien, wo soziale Gerechtigkeit weit oben steht, also bei uns steht sie weit oben, und andere, wo sie auch oben steht, da ist das mehr als anschlussfähig. Also die Systematik ist ja letztendlich auch gleich bei Grünen und SPD. Wie Sie sagen, wir haben nur Unterschiede in der Beitragsbemessungsgrenze. Die Grünen zum Beispiel wollen es anheben auf die Höhe der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung. Das ist ja ganz interessant. Das hat der Professor Rothgang entsprechend in der Studie mit einem zweiten Modell auch mit berücksichtigt. Da ist natürlich dann die Verteilungswirkung eine geringere. Darum wäre uns natürlich die andere Variante lieber. Aber das ist alles, was im Rahmen einer Kompromissfindung durchaus möglich ist. Also um das auch zu sagen, natürlich wird, also wenn, was ja eher unwahrscheinlich ist, die Linke würde die absolute Mehrheit erringen, dann ist auch nicht so, wir würden dann ab Oktober keine Beitragsbemessungsgrenze mehr haben. Aber das sagt ja niemand, das ist ja auch absurd. Sondern das ist das Ziel, dass das perspektivisch, das ist ja auch eine verfassungsrechtliche Frage, da spielen ja viele Dinge eine Rolle, die man beachten muss. Aber die Richtung muss klar sein, wo wir hinwollen. Und ein Anheben, jede Anhebung bringt eben einen größeren Effekt. Das kann man hier in dem Gutachten auch wunderbar nachlesen. Genau.
Gut, wenn wir dann keine Fragen mehr haben, wäre es das von unserer Seite. Vielen Dank für Ihr Interesse und ja, vielleicht hören wir ja nächste Legislatur dann noch was von dem Konzept. Umsetzung. Ja. Dankeschön. Dankeschön, ja.